Einen schönen guten Tag, liebe Jedi, und willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Ich höre mich heute etwas nasal an, aber ich hoffe mal, das stört euch nicht besonders. Ich bin noch etwas angeschlagen, aber ich wollte das Spiel gerne mit euch jetzt so langsam zu Ende bringen. Weil ich glaube, dass jetzt nicht mehr so viel kommt. Deswegen könnte auch was sein, dass das hier die letzte Folge sein wird. Ich weiß es nicht, aber schauen wir mal. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Wir sind noch auf der Suche nach Boat. Überhaupt noch hier ist. Ah, kleines Update. Ich habe nochmal off-screen in den anderen Welten geguckt, was es noch so zu sammeln gab. Also ich habe jetzt 12 Heilungen, wie ihr seht. Habe noch einige Fähigkeiten mir angeeignet und so weiter und verbessert, dies, das. Und ja, optische Sachen gekauft. Kerl hat jetzt einen richtigen Vollbart. Richtig geil. Ich habe mir so gedacht, der passt eigentlich mehr so zu mir. Deswegen nehmen wir den auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir lang. Okay, da vorne geht's nicht weiter. Links ist noch etwas. Ja, rechts. Anderes links. Ich werde mich ab und zu mal ein bisschen stumm schalten, wenn ich husten muss, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich muss hoch. Da ist dann was. Klumpen Biorit. Da ist eine Kiste. Also ich habe jetzt bis auf, glaube ich, Coruscant war es. Nee, nicht Coruscant, auf Jeddah. Bis auf Jeddah und Kobo habe ich alles soweit auf 100% erkundet. Aber nicht alles gefunden, weil manches scheint auch irgendwie so ein bisschen verbuggt zu sein. Oder ich verstehe es halt nicht. Aber ist jetzt zum Ende hin auch nicht so wichtig. Wieder was zum Scannen. Elektronenwand. Die macht Aua. Ja, was mache ich jetzt? Da muss doch irgendwie reingehen. Ja, warte. Nö. Komm schon. Jetzt. Jawohl. Nee, hier komme ich nicht durch. Hä? Also das ist rot. Versperrter Weg. Lässt sich nichts machen. Hä? Ach Quatsch, falsche Richtung. Moment. Also hier komme ich her. So. Diese Tür hier. Weil ihr seht, draußen sind schon ein paar Türen. Aber wir sind halt auch rot. Also ich komme da wahrscheinlich raus, aber ich komme nicht von außen rein. Okay, ich werde mal gucken, wie ich unten durch diese Tür komme. Gerade fehlt mir so ein bisschen der Anhaltspunkt. Bis gleich. Okay. Anscheinend habe ich den Text nicht richtig gelesen. Oder vergessen, ihn zu lesen. Man kann hier einfach durch. So. Also steckt kein Problem da. Na komm schon mal. Kleiner. Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Irgendeine imperiale Basis. Es ist jene imperiale Basis. Aber ich mag immer noch das Design, wie das Ganze hier gestaltet ist mit diesen, ja, imperialen Basen oder whatever. Im Kontrast zu der ganzen Welt, die man sonst so sieht. Wenn man irgendwie auf Kobo zum Beispiel unterwegs ist, da Flora und Fauna, und hier wirkt alles sehr, sehr clean und sehr hell. Die
Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Ah, da unten laufen sie. Der Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weitere Landeplattform umgeleitet. Ja, der Flieger von vom Boot. Mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt was nicht. Die FVK scheint okay. Ja, hat er keine Chance. Der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Oh ja. Schön. Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Gedankentrick-Sabotage. Ja, Boot ist ja ein Jedi. Ich weiß nicht, ob er sich selbst als Sith irgendwie bezeichnen würde, ob er als Sith gesehen wird, wegen dem roten Lichtschwert, aber das hat er ja Dagon abgeluchst. Deswegen glaube ich eher nicht, dass er ein Sith ist, aber er ist ein... Ich würde mal sagen... ein Jedi, der... die falsche Seite gewählt hat. Ich werde dich stoppen. Jetzt. Jetzt verlierst du deinen Arm. ISB-Agent. Feind nähert sich. Bam, zwei auf einmal. Noch keine Ahnung. Doppelkill. Ja. Soll ich das jetzt wieder zurückholen? Sie weit, glaube ich. Der Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zähre Landeplattform umgeleitet. Ah ja. Ja, damit ich nämlich da durchkomme auf die andere Seite. Dafür ist das Ding hier da. Moin. Behalte ihn im Visier. Jetzt sind nur noch wir übrig. Nur du und ich. Nur du und ich, Boy. Goodbye, Boy. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Zähre Landeplattform ausgepflückt. Ja. Was haben wir denn hier? Ah ja, Shortcut. Sehr gut. Nehmen wir direkt. Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Moment, Untersuchung wo ich denn hin? Auf der Zähre Landeplattform. Ach Quatsch, muss durch die Tür. Hier. Ja, mich da durchquetschen, sagen wir es mal so. Okay. Let's go. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Der Weg zieht neuerdings alle Richtung. Guten Tag. Der gehört uns. Au, das hat weh. Okay, ich muss erstmal die Typen hier loswerden. Das ist der Sound. Das ist ja super. Das ist wie der Song von R2-D2, das war ja auch ein Astromech-Droide. Er war nur schwarz lackiert wegen dem Imperium. Oh, scannen, im Moment. Ihn wahrscheinlich, oder? Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres umgeleitet. Okay. Erkennen. Hält mich mal rein. Vorsichtig.
Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Auf dieser Basis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Oh. Die Tür ist zu. Ein Terminal. Vielleicht ist Bord in der Datenbank. Bord ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Hey! Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Ziel in Reichweite. Drücke vor, um Sichtkontakt zu erhalten. Oh Gott. Benötige Wartung. Autsch. Das ist noch nicht so gut, dass ich beide getroffen habe. Ich könnte ihn noch zwar hacken, aber so bringt tut das jetzt nicht. Ah, warte mal. Hier scheint es ja weiterzugehen, weil da hinten ist noch eine Tür, die müsste ich noch auschecken. Gucken wir mal, was hier noch ist. Oh, guten Tag. Das hat ja super geklappt. Ich drück doch Y, was zum Henker ist los mit dem Spiel. Warum frisst der manchmal meinen Input? Ich wurde getroffen. Natürlich. Los, Kontakt. Alter, die keine Arme mehr haben, sind ja nerviger als jeder andere Gegner im Spiel. So, der wird jetzt auch gehackt. Systemschaden entdeckt. Da meine Macht und meine Lebensenergie schon auf Maximum sind, bekomme ich jetzt jedes Mal, wenn ich diese Kristalle einsammle, Erfahrungspunkte. Weil es gibt mehr Kristalle im Spiel, als dass man Macht oder Lebenspunkte bekommen kann, bis zu einem gewissen Punkt. Deswegen bekommt man halt, wenn man welche findet, halt nur noch Erfahrungspunkte, statt jetzt Lebensenergie oder Macht. Aber das ist auch vollkommen okay. Bin mir nicht sicher, ob ich das bis zum Ende des Spiels werden. Alle Fähigkeiten haben werde, weil es geht noch, also ich würde mal so sagen, ungefähr 10, 15 Erfahrungspunkte bräuchte ich noch, glaube ich. Das ist der Stützpunkt, Kommandant. Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Lord Vader, also. Kann aber auch vielleicht sein, dass wir es nicht in dieser Folge schaffen, da dieser Komplex jedoch etwas größer ist, als ich dachte. Aber mal sehen. Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Los geht's. Wir sind die Augen des Imperiums. Die Basis ist nun abgeschlossen. Ein Eindringling wurde identifiziert. Bringt ihn sofort hin. So, dann wollen wir mal. Gar den Schaden fress ich. Hab genug Heilung. Du bist so schnell. Okay, ich bin gleich tot. Hier drüben. Und sag geil, ich habe so eine Fähigkeit. Wenn ich heile, schrecken die Gegner zurück. Was
zum... Jetzt ist mal gut. Vielleicht können unsere neuen Gäste den Jedi für uns ergreifen. Ah ja, noch mehr. Ja, kommt. Meine Hand wird nicht mehr gehalten. Ich werde nicht mehr liegen. Sei vorsichtig. Auf die Premiere. Läufst du schon wieder weg? Ich werde dich auf... Glaubst du, dass das eine Falle war? Ah, schön. Komm erst an Bord ran. Das wäre halt so geil, dass man die Gegner einfach runterstoßen kann und dann ist es vorbei. Ich hatte noch ein paar Kopfgelder gemacht, wo ich auch den Gegner halt einfach runtergestoßen habe, einfach weil ich es konnte. Zack. Hab ich irgendwas vergessen? Auf die Map gucken. Ja, hier und da vielleicht. Ja. Gehen wir erstmal hier lang und gucken erstmal, was hier ist. An alle Sicherheitskräfte. Wir haben den Eindringling aus den Augen verloren. Da komme ich nicht durch. Ja, super. Schwer zu glauben. Vielleicht ist es eine Übung. Ah, okay, hier geht's dann runter und dann ist es hier ein Shortcut. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wie komme ich da durch? Muss von der anderen Seite halt gehen. Hello there. Ah, hier. Der Eindringling wurde als der Jedi-Terrorist Cal Kestis identifiziert. Jedi-Terrorist, also echt mal. Ich bin doch kein Terrorist. Aber wenn ihr es so nennen wollt... aktiviert. An das gesamte Personal. Abstand halten. So, wie komme ich jetzt da zu meinem Fund? Ah, hier, auf der anderen Seite. Zack. Gut. Priorit. So. Also. Hier geht's ja definitiv weiter, aber ich würde erstmal gerne hier runtergehen und den Shortcut öffnen und dann durch diese Tür. Das ist ein weiterer Shortcut und dann komme ich wieder in diesen Raum. Und dann würde ich gerne hier durch diese Tür. Und dann mal gucken, ob ich durch diese Tür hier komme. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ah, oh, die geht nicht auf. Warum? Ja, aber da oben habe ich ein Terminal gesehen. Ist das dafür vielleicht? Hier. Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Ah, okay, für den Lift. Ah, blöd. Wenn ich die Items will, muss ich nochmal komplett zurücklaufen. Okay. Ich mach das mal fix und dann bin ich gleich wieder zurück. Alright, weiter geht's. So. Was war das denn gerade? Explodiert einfach random. Kampf nicht verfügbar. Ich würde ihn gerne hacken aus der Entfernung, aber er hat mich ja schon gesehen. Ja. Vielleicht verliert er gleich die Suche nach mir. Jetzt. Halt, Eindringling. Scanner ist ausgefallen. Ja, perfekt. Okay. Komm fort, du Lump. Ich fühle mich nicht gut, BD. Ah, oh, guten Tag. Hey. Kein Schmerz wird mich aufhalten. Es ist der Überzeugung. Du wirst sterben. Du solltest mehr üben. Ich bin nicht der, der hier tot im Dreck liegt. Okay. Hab ihn gefunden. Voll viele dieser Schildtypen schon wieder. Wird er entkommen? Ja, ich kann andere abknallen lassen. Verbündete Einheit am Boden. Oh. Autsch.
Locke, das interessiert ihn aber eigentlich nicht. Brauchen Muntermacher. Viel besser. BD wollte noch irgendwas scannen, oder was war? Die Kiste hier. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Irgendwie die Torenlackierung. Spannend. Okay, hier kam ich her. Also da lang. Die Karte gucken. Ja, sieht gut aus. Oh, scheiße. Da muss ich durch. Jo. Muss ich auch noch darauf achten. Spaßig. Oh, scheiße. Das wirst du bereuen. Ja, hab ich mit Stim zu viel verbraucht. Junge. Attackiere das Ziel. Oh, wow, 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 wow. Oh Gott. Hier oben. Integrität reduziert. Ziel weicht geschickt aus. Zerstören. Gott, endlich. Die Laserschranken sind aus. Hat irgendjemand den Jedi im Sichtfeld? So, musste kurz mal unterbrechen und den Schnitt setzen, weil gerade hier, keine Ahnung, 10 LKWs entlangfahren und nur einen Krankenwagen. Cal Kestis. Ich hätte erwartet, ich würde euch zuerst gefesselt an einem Verhörstuhl kennenlernen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ein wenig schräg, oder? Geht jetzt ans Funkgerät und beendet den Alarm. Sonst was. Ihr seid ein Jedi. Ich weiß, wozu ihr fähig seid. Und wozu nicht. Los ans Funkgerät. Jetzt. Hier, Commander Danvik. Der Jedi wurde neutralisiert. Alle Einheiten zurück in Bereitschaft. Jetzt zufrieden? Ich will zu Bout Akuna. Wie habt ihr diese Basis gefunden? Ein Peilsender in Bouts Schiff. Ah, wie ungewohnt nachlässig. Seinen Berichten zufolge seid ihr euch seit Coruscant näher gekommen. Sie befallen ihm, mein Team zu infiltrieren. Korrekt. Boat ist bereits eine ganze Weile meine Waffe. Eine effektive. Anders als die gepanzerten Abscheulichkeiten der Inquisition. Dann ist das also wahr. Sias Tod ist allein ihrer Schuld. Nein. Die Jedi-Operation ist nach Monaten... Sie lügen! Das Imperium hat das Archiv verbrannt. Angeführt von Darth Vader. Lord Vader? Ich muss das beenden, solange ich noch kann. Versteht ihr nicht? Brood hat euch hierher gelockt, um mich zu vernichten. Sie kommen. Ich bin ein toter Mann, wenn... Wir haben jetzt seine Kleidung an, ist ja super. Reale Sicherheitsbehörde. Aber man merkt schon so, Cal kann seine Emotionen nicht so ganz im Griff behalten und ich bin nicht sicher, ob er auf die dunkle Seite der Macht
abdriftet, aber mal sehen. Hey BD, hilfst du mir mal? Kartenupgrade-Datenbank. Nicht gefundene Datenbankeinträge werden jetzt auf der Holocard angezeigt. Ah, alles klar. Cool. Sieht man da schon irgendwas? Wie sieht das aus? Nö. Ich sehe doch nichts. Okay. Müssen wir noch alle Türentriegelungen wieder aufheben. Dann können wir hier weiter. Ah, das ist der Raum von eben. Aber als ob das nicht auffällt. Also Kerls Verkleidung ist halt mehr so... ich weiß ja nicht. Boat muss erst an uns vorbei, um zu seinem Schiff zu kommen. Beeilen wir uns. Ah, jetzt sind wir hier wieder unten. Und der nächste Krankenwagen. Falls dich jemand sieht, fliegt unsere Tarnung auf. Ah, jetzt können wir hier lang. Das ging vorher nicht, oder? Dort in dem Raum war ich schon. Hier, die Tür. Aber rein theoretisch ist es halt auch nur ein Shortcut. Warte mal, hier ist eine Tür, die interagieren. Aber ist der Weg denn überhaupt richtig? Ich muss halt bei diesem Spiel echt immer wieder auf die Karte gucken. Also ich bin in diesen Raum, ja, man muss hier runterfahren. Aber der Weg führt uns wieder auf die Plattform, ne? Ich gehört das Echo. Hauptziel. Ich glaube, diese Tür ist unser Ziel. Ja, hier können wir bedienen. Da. Interagieren. Ich denke, in einer Folge werden wir es jetzt nicht schaffen, das Spiel zu beenden, aber ich würde sagen, wahrscheinlich in der nächsten Folge werden wir uns dem Boot stellen. Dann mal sehen, was da kommt. Gute Idee, BD. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Warum? Möchtest du versuchen, ob du etwas aus ihm herausbekommst? Richtig. Er riecht nicht an seinem Erhalten Interesse. Sturmtruppler ein Resistenztraining, vielleicht von dem ich nichts weiß. Wo finde ich die Offiziersquartiere? Ein neuer Rekrut, nehme ich an. Ja, richtig. Tja, es spricht nicht für dich, dass du so wenig auf deine Umgebung achtest. Und jetzt verschwinde. Ich habe keine Zeit für dich. Danke für den freundlichen Empfang. Noch ein Wort und ich melde dich wegen Insubordination. Okay, whatever. So, noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Unglaublich. Es ist ein riskanter Schachzug von Denwick. Die Inquisitoren in ihrem eigenen Spiel übertrumpfen zu wollen. Lass unsere neuen Gäste das Bus. Ich muss hier durch. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe einen Termin. Und worum geht es bei diesem Termin? Überwachen Sie. Eindringling. Wir glauben, der Eindringling war nicht allein. In meiner Schicht ist niemand rein oder rausgekommen. Ich muss einen Sicherheitsdruiden rufen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schickt einen Sicherheitsdruiden runter. Ist das notwendig? Lassen Sie mich sofort durch. Das geht nicht. Nicht ohne Sicherheitsfreigabe. Lassen Sie mich durch. Dann lege ich bei Denwick ein gutes Wort für Sie ein. Ein gutes Wort bei Denwick? Ja. Sie können passieren, Officer. Na, das ging ja einfach. Hey, Kumpel. Sei auf alles gefasst. Oh boy. Ja, wir sind gleich da. Unentdecktes Gebiet.
Gut. Aber ich würde sagen, wir sind bei einer halben Stunde und 15:20 jetzt. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss. Aber ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Und das fühlt sich für mich schon, wie gesagt, sehr stark danach an, dass wir in der nächsten Episode das Spiel beenden werden. Deswegen seid gespannt, was uns da am Ende erwartet. Und falls ihr noch mehr sehen wollt, schaut doch oben in die Infobox. Da habe ich euch den Vorgänger verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim Finale von Star Wars Jedi Survivor. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.